Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute mit dem Video 5 Tipps, warum es mit meinem Casting nicht klappt. Ein Abonnement wird mich wirklich zur glücklichsten Gesangslehrerin auf YouTube machen. Es sind immer noch 90% Zuschauer, die nicht abonniert haben. Das ist echt, echt bitter. Also bitte hit the notification bell, ja, subscribe. Und ich bin auch auf Instagram und dort gibt es Einblicke zu meinem Leben hier in Asien, in Singapur. Auch meine Schüler sind dort vertreten und deren Covers und mein Leben hier, mein Unterricht an der Schule, in meinem Studio. Und ich würde mich freuen, euch dort auch zu sehen. Lass uns doch mal anfangen mit Tipp Nummer 1, die richtige Songauswahl. Ich glaube, ich habe den ganzen Kanal damit gefüllt, mit immer wieder demselben Thema. Und es ist extrem wichtig, es macht einfach eine Menge aus. Du kannst auch nicht talentierte Nichtsänger zu guten Sängern machen in einem Auftritt mit einem richtigen Song. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der nicht richtig singen kann, du kannst ihm einen Titel geben, an dem er arbeitet und plötzlich würden Leute denken, wow, der ist ein toller Sänger. Einfach, weil er den richtigen Song gefunden hat. Richtiger Song bedeutet auch, nicht immer das Aktuelle nehmen. Das heißt, wenn jetzt den ganzen Sommer hier alle The Greatest Showman rauf und runter singen, dann solltest du vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen, weil du würdest dort in der Masse einfach untergehen. Nimm dir einen Song, der interessant ist, der vielleicht nicht so häufig genommen wird, der auch aus der Masse rausstechen kann. Vielleicht einen älteren Song, wovon Leute gar nicht ausgehen würden, dass das noch aktuell ist, dass man sowas singen würde. Vielleicht sogar mal was Deutsches, anstatt immer nur Englisch. Man muss sich also im Vorfeld strategisch echt Gedanken machen bei dieser Songauswahl. Viele meiner Schüler, die an Wettbewerben teilgenommen haben, dort unter die Top 3, Top 5 gekommen sind. Meine Schüler, die alle bei The Voice Kids waren, also einige von denen, The Voice Germany, The Voice Russia, die dann in die Shows gekommen sind, in die Battles, wie zum Beispiel Lilo, Magdalena, Lorena Scotti und so weiter. Da ist es extrem wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, dass man Songs ausnimmt, wo man weiß, okay, das nimmt jetzt nicht jeder, die passen zu meinem Register, ist meine Stimme am besten, da kommt meine Klangfarbe am besten zur Geltung und die passen auch zu meinem Typ. Dazu verlinke ich euch mal hier gleich ein Video mit Casting-Tipps für The Voice Kids oder für The Voice und schaut doch da auch nochmal rein. Tipp Nummer 2 ist also, wie war eigentlich mein Auftreten? Und darüber macht man sich eigentlich immer nicht so viel Gedanken. Schauspieler machen sich immer sehr viel Gedanken, Musicaldarsteller und Sänger weniger. Aber es ist echt, echt wichtig. Warst du souverän? Hast du ein gutes Selbstbewusstsein ausgestrahlt? Gerade in Deutschland ist es extrem wichtig, dass man dort down to earth ist. Das ist nicht Amerika, es ist nicht UK, es ist nicht Asien, wo alles sehr viel nach vorne getragen wird. Es wird sehr viel zur Schau gestellt. Hier in Asien tickt die Uhr ganz, ganz anders. Die Deutschen mögen es anders. Die Deutschen mögen es einfach gerne lean back. Es soll alles bodenständig sein. Man muss einfach ein souveräner Charakter sein. Hast du jemandem die Hand gegeben? Es ist wichtig, dass du die Jury begrüßt, dass du auch ein bisschen was zu dem Format kennst, dass du die Sänger oder die Jury dort kennst, die vor dir ist. Geh zu denen hin, gib ihnen die Hand, begrüß die alle nacheinander, mach Augenkontakt, sei nett, stell dich nicht zur Schau mit Ohr, wie geil du bist und was du alles schon gemacht hast. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Es interessiert die überhaupt nicht, was dein Background ist, ob du da schon irgendwo in Kuala Lumpur berühmt bist. Das wollen die Leute gar nicht wissen. Die wollen sehen, dass du jetzt eine gute und eine solide Performance machst. Sei souverän, sei absolut höflich. Das ist wirklich die Nummer 1. Sei nett, sei humble. Also wirklich bodenständig. Ist nichts schlimmer, als wenn du dann einen extrovertierten Sänger hast. Wenn du eine gute Stimme hast und du weißt, dass du eine phänomenale Stimme hast, musst du es ja auch nicht so super raushängen lassen. Das macht leider eben in unserer Gesellschaft einen extrem falschen Eindruck. Es ist leider so, ich rede jetzt nur aus Erfahrung, auch von meinen Schülern, sei also lieber wirklich so ein Lean-Back-Character. Geh jetzt nicht irgendwo in eine Toilette da vor dem Castingraum und riff und run da jetzt mal schön Ariana Grande runter. Das ist einfach, das bringt auch keine gute Stimmung da. Die Leute merken sich das, ja. Also versuch da nicht irgendeine Show zu machen, da irgendwie im Castingraum und da jetzt nochmal zu singen. Und wie die meisten Musicaldarsteller, die so ein bisschen irgendwie hyper sind, wisst ihr, was ich meine, die dann im Vorraum singen und so, ja, einfach, halt dich einfach, bleib einfach locker, bleib einfach im Hintergrund und liefer eine verdammt gute Performance ab. Damit hast du eigentlich schon gewonnen. Nummer 3, oftmals
hat es nichts mit dir zu tun. Leider wird das extrem häufig verwechselt. Sie ist alles sportlich. Das Ganze ist eine Film-Fernsehen-Branche. Ja, dort geht es darum, dass man, oder halt eben Wettbewerb, Musikwettbewerb. Meistens suchen die Agenturen, die Caster, die Produzenten, die suchen bestimmte Typen, die in das Format reinpassen. Die suchen bestimmte Charaktere. Die suchen bestimmte individuelle Charaktere. Und es kann halt einfach sein, dass du jetzt für diese Saison einfach nicht reinpasst, weil die sich jetzt dieses Jahr ganz speziell auf Schlager orientieren wollen, wie bei DSDS. Ich glaube, eine Zeit lang war Schlager da ja sehr beliebt. Und das kann also eben sehr gut sein, dass du einfach jetzt für das Ensemble nicht gepickt worden bist, weil du einfach, weil sie einfach keine Rolle für dich haben. Du passt einfach nicht richtig rein. Du bist da zwischen den Stühlen. Man kann dich also nicht kategorisieren. Es gibt halt ganz viele Gründe, die eben halt mit dir nichts zu tun haben. Wer professionell in der Musicalbranche, im Entertainment-Bereich unterwegs ist oder im Musikindustriebereich unterwegs ist, der weiß ganz klar, man muss die Sachen sportlich nehmen. Die Leute dort sind auf der Suche nach einem bestimmten Format und manchmal ist es einfach ein schlechter Zeitpunkt und du kannst das Format nicht erfüllen. Das hat aber mit dir und deiner Kompetenz überhaupt nichts zu tun und das darfst du dir einfach bei dem Beruf und bei dieser Branche nicht zu Herzen nehmen. Nummer 4, und da bin ich auch jetzt mal ganz knüppelhart und einfach ehrlich, meistens reicht es einfach nicht aus. Meistens bist du vielleicht auch in diesem Job nicht gut aufgehoben, vielleicht ist Schauspielen, Singen auf der Bühne stehen deine Leidenschaft, aber nicht deine Berufung, vielleicht ist es nicht der Beruf, vielleicht sollte es einfach nicht sein, wenn man sich dann jahrzehntelang abquält, so wirklich versucht irgendwie einen Schritt in die Tür reinzubekommen und es wird einfach nicht auf Biegen und Brechen, lass es dir von einem Profi hier sagen, der das regelmäßig Tag für Tag sieht. Meistens reicht es einfach nicht aus. Es soll auch einfach nicht sein. Singen ist gut, ist eine Leidenschaft, es ist ein Traum, es kann auch ein Traum sein. Aber manchmal führt dich ja der Weg vielleicht mal zu einem anderen Weg, der viel wichtiger, interessanter, vielleicht spannender ist, der deine Berufung ist. Manchmal ist es dann einfach so, dass die Leute nicht gut genug sind, um in diesem Format jetzt mitzumachen oder in diesem Wettbewerb oder in diesem Ensemble teilzunehmen. Manchmal reicht es auch einfach qualitativ nicht aus. Das bedeutet eben für dich, wie kann ich mich jetzt qualitativ verbessern, verändern? Was kann ich machen, um deren Messlatte zu erreichen? Ist es dann nochmal eine Ausbildung in dem Bereich, mehr Zertifikate abschließen? Wie kann ich dann doch dahin kommen oder lasse ich es doch am besten nochmal sein? Und das musst du dir ganz, ganz klar für dich überlegen. Nummer 5, und das ist oftmals auch Vitamin B. Oftmals klappt es nicht, weil dort vielleicht der Sohn eines Produzenten dir zuvorgekommen ist oder vielleicht die Tochter vom Regisseur Lust auf eine Rolle hatte. Ich werfe jetzt mal hier in den Raum mal Til Schweiger rein, der ja oft auch seine Familienmitglieder, also seine Töchter mit in seinen Film hat. Und da sieht man auch, oftmals bleiben die Schauspieler in ihren Kreisen, die vermitteln sich dann eben gern weiter, wer kennt wen, Vitamin B, das ist halt extrem wichtig. Das sind halt auch solche Sachen, die man eben nicht vergessen kann. Meistens ist es Vitamin B, vielleicht kennen die anderen Sängerinnen ja die Juroren, vielleicht kennen sie die Organisatoren von diesem Wettbewerb oder von diesem Format und kommen dann so direkt ans Ziel heran. Das darf man eben nicht vergessen. Also Vitamin B ist halt auch eben eine große Sache und spielt halt eben auch eine Rolle, warum es dann nicht klappen kann. Ja, Nummer 6, und das ist zum Beispiel dein Aussehen. Ganz interessante Charaktere äußerlich werden eher fürs Film und Fernsehen gecastet als einfach so 0850. Also manchmal sucht man ja auch optisch nach etwas, was die Show highlighten kann. Ist jemand vielleicht so punkrockig oder ganz, ganz viel aktuell? Sind ja auch immer Männer mit High Heels, Conchita Wurst, gerade durch die Decke gegangen. Ich fand ja Rise Like a Phoenix, das war ja mein Song eigentlich. Aber das Fernsehen nimmt halt einfach gerne solche Charaktere, solche Künstler und vermarktet die einfach gerne. Die sind interessant, die stechen aus der Masse hervor, die machen Publicity. Und das ist eben auch nochmal eine Sache, bist du denen auch einfach zu langweilig. Als Charakter hast du nichts zu erzählen, bist du einfach eine unspannende Persönlichkeit, siehst du vielleicht auch so ein bisschen eher unscheinbar aus. Das ist leider eben nun mal im Showbusiness.
extrem wichtig. Guckt immer Amerika, Korea, Asien, die sind da Vorreiter mit ihrem Aussehen, immer geiler, immer schriller, immer mehr nach vorne. Dort spielt das Aussehen halt eben auch eine extrem wichtige Rolle. Versuch, eine Story zu haben über dich, eine gute Geschichte, eine Story verkauft sich in der PR einfach nun mal besser, als wenn man jetzt irgendwie Lilly 20 vom Reiterhof ist und gerne einfach, also nichts gegen Reiten, nee, wisst was ich meine, oder Golf oder Schwimmen, ne, keine Ahnung, oder Instagram Story, das ist halt auch schon mittlerweile alles so, ja, es ist halt so nichts sagen, ne? Versuch also etwas Interessantes über dich zu haben, eine Geschichte, die du erzählen kannst, die dein Leben verändern hat, die andere inspirieren kann. Das kennt ihr ja von DSDS und anderen Formaten, dass sie dort immer diese Geschichten einblenden, weil die Leute wollen halt sowas sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, Abonnement und schreibt doch unten in die Kommentare, was eure Tipps sind und was vielleicht eure Misserfolge sogar waren. Ich sehe euch in meinem nächsten Video wieder und bis dahin, Hashtag starke Stimme und Kick-Ass.